Hallo Leute, hier ist der Volker Schäffler. Ich muss nicht so laut reden, ja. Hier sind auch Nachbarn und die will ich ja nicht stören in ihrer Ruhe, ja. Die erholen sich hier, könnt ihr sehen, ja. Hier kann man sich ja nur erholen, ja. Oder was meint ihr? Wo kann man sich besser erholen als unter Palmen und oh, Motorrad, aus mit der Ruhe. Ja, Leute, es ist eine sehr wichtige Sache bei uns am Laufen, wie man so schön sagt. Ja. Als erstes mal müsst ihr mal eure Scheu ablegen vor neuen Sachen. Ja. Eure Scheu. Ja. Ihr habt Scheuklappen wie die. Wie die Galopper das haben, ne? Weil die gucken nicht links, gucken nicht rechts, ne? Gucken nur geradeaus zur Arbeit hin und dann wieder zurück, Fernsehen gucken, Couch sitzen und dann wieder Arbeit gehen, ne? Entschuldigung, nicht jeder macht das, ne? Aber ihr müsst euch mal ein bisschen mit neuen Dingen befassen. Denn erstens, ihr müsst Internet gucken, vor allen Dingen TikTok. Wenn ich sage, geht auf meinen TikTok, das ist was für Kinder. Was für Kinder. Leute, was ihr in TikTok für Nachrichten bekommt, das ist der Hammer. Das ist der Oberhammer. Das ist immer das Erste, was ich mir anschaue, die Nachrichten. Und ja, da wird alles gemeldet, wird alles gemeldet. Es kommt ja jetzt eine neue Pandemie, die sehr, sehr, also die, das ist jetzt keine ansteckende Krankheit, sondern es ist eine inszenierte Sache, wisst ihr ja, wie es schon mal war, ne? Und diesmal sehr, 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 sehr gefährlich. Es war auch gemeldet. Habe ich auch heute, ne, gestern sogar, gestern Abend habe ich es gesehen. Es kommt ein Angriff aus Russland, sie haben es lange versprochen, aus Russland auf Berlin und auf verschiedene andere europäische Großstädte. Es kommt, Leute, glaubt es mir doch mal. Ihr glaubt mir ja nichts. Wenn ich euch was sage, wie, was, wo, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Fernseh gucken, Tagesschau, Tagesschau, kommt es nicht. Leute, ihr müsst euch mal anders einstellen. Ihr werdet doch nur belogen und erzogen zum Glauben an irgendwelche Hirngespinste. Ja? Dann spielt man euch wieder irgendwas vor, eine Fußball-Weltmeisterschaft oder ein Song-Contest oder irgendein Quatsch. Ja? Um euch abzulenken. Ne? Ihr müsst unbedingt TikTok sehen, und zwar Volker Schäffler 87. Gebt nur ein Volker Schäffler 87 in Google, dann seid ihr bei mir in TikTok. Und dann werdet ihr sehen, Elon Musk ist ja vierfach Vertreter, aber das sind seine Mitarbeiter. Das ist er nicht persönlich. Vielleicht ist einer davon Elon, kann sein. Aber, oder der fünfte vielleicht, aber vier Stück durchsuchen alle Nachrichten an Elon, das sind ja Hunderte, jeden Tag. Und die suchen raus, was ist für Elon interessant. Und das geben sie ihm weiter, was interessant sein könnte für ihn, damit er das durchguckt. Und er wird sich dann bei den Leuten melden, mit denen er irgendwas tun will. Aber er schaut alle meine Filme. Das heißt, ich mache jeden Tag einen Film oder zwei. Er schaut jeden Film, aber er ist es nicht selbst, ja. Er lässt sich vertreten, weil er kann doch nicht auf der Bühne bei Trump tanzen und kann Sachen beantworten. Das geht doch gar nicht. Überlegt doch mal, ist doch unlogisch. Aber die Leute machen das. Ich hatte meine Hellseherin ganz zu Anfang gefragt, was ist mit Elon? Ist der echt oder ist er nicht echt? Sie hat gesagt, er ist echt, aber er schreibt nicht selbst. Ja. Ich habe mit seiner Mutter lange Kontakt gehabt, mit der Maje in Facebook. Ja. Facebook hat mich ja vollkommen geblockt, gesperrt, ja, weil ich über
einen früheren Präsidenten berichtet habe, der nicht ums Leben gekommen ist, sondern lange gelebt hat und ich weiß, wo er ist. Das hatte ihnen nicht gefallen. Ne? Haben sie mich alles gesperrt und er hatte sogar eine Tochter, alle Fotos von der Tochter, alles gelöscht. Das wollen die nicht wahrhaben. Die Wahrheit darf nicht ans Licht, aber ich bringe sie ans Licht. Und wenn nicht da, dann woanders. Ja. Ach so, ja, gestern habe ich in LinkedIn einen gefunden. Ich hatte schon mal Kontakt mit ihm. Dante Ferrari. Ich sage, ist das wirklich ein echter Name? Ich habe erst mal nachgeguckt. Dante kam mir bekannt vor, aber ich wusste nicht mehr viel. Ja, Dichter, italienisch. Komponist, Dichter aus früheren Jahren, aber der hat kluge Sachen geschrieben. Ich habe es auch rüber gepostet in TikTok. Also er sagte, ja, das ist vollkommen mein echter Name. Dante Ferrari, so ein Name, ja. Ich sage, mein Freund, der ist doch Gold wert, so ein Name. Da musst du doch was draus machen. Was sitzt du auf so einem goldigen Namen und machst da nichts draus? Ich sage, weißt du was, du machst jetzt Werbung für mich in unserem Kanal. Ich mache ja einen eigenen Kanal, über Telegram läuft er und wir bieten da Bitcoin an. Ja, Bitcoin, da viele sind mit auf den Bauch gefallen, aber wir haben das natürlich alles durchgeprüft. Das ist ein sehr großer, großer, großer Konzern, ein Riesenkonzern mit Hunderte von Milliarden im Rücken, ja. Die gehen nicht pleite, die brauchen nicht eure 100 Euro, um euch die abzuzocken. Das machen andere, das machen die nicht. So, und dieses biete ich euch an und da gibt es, wenn ihr Geld da drauf anlegt, auf euer eigenes Konto, Leute, auf euer eigenes Konto, dann bekommt ihr 3% Zinsen. 3% Zinsen, Leute. Ist das was oder ist das nichts? Am Tag, Leute, nicht im Monat, am Tag. Wir haben das geprüft, ich habe geguckt, wann kommen die Zinsen? Ein Tag kommen sie, 3%. Am nächsten Tag wieder 3%. Am nächsten Tag wieder. Automatisch wird das gebucht auf euer Guthaben. So, ihr braucht da gar nichts mehr machen. Nur ihr müsst euch einmal anmelden mit eurem Namen, da werdet ihr registriert, damit ihr auch den Anspruch habt darauf und dann fließen die Gelder. 3%, ja. Ich gebe ein Beispiel, mit 2000 Euro habt ihr alle 7 Tage 420 Euro auf eurem Konto als Guthaben. Euer Geld bleibt unberührt. Ja. Es steht nur da, das könnt ihr sehen, das ist da als Kontoauszug. Und die 3% nach 7 Tagen sind 420 Euro in diesem Fall. Ja, die könnt ihr nach 7 Tagen runterholen oder stehen lassen. Und dann kommen wieder 7 Tage. Könnt ihr wieder runterholen oder stehen lassen. Jetzt stellt euch das doch mal einen Monat vor. Da braucht ihr doch nicht mehr arbeiten. Oder seid ihr so scharf darauf, als Sklave irgendwo in der Fabrik drin zu sitzen? Oder was hat man da schon für Sachen gesehen? In so Großschlachtereien oder sowas, was müssen die Menschen aushalten? Die sind doch seelisch kaputt. Du kannst doch nicht immer am laufenden Band Tiere töten, das als Lebensaufgabe sehen. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann sowas jemand aushalten? Das verstehe ich nicht. Deshalb sind doch die Leute psychisch gestört, ne? Viele. So, oder Leute, die in Rente gehen müssten und noch nicht können, weil sie noch warten müssen. Ja, sie wollen ja das Rentenalter auf 70 setzen. Ne? Wer 65 ist, muss noch mal 5 Jahre arbeiten. So, jetzt könnt ihr in Rente gehen, wenn ihr ein bisschen Geld habt. Ihr habt ja ein bisschen auf der Bank. Wenn ihr viel gearbeitet habt, habt ihr auch ein bisschen Geld. So, und dann könnt ihr davon, sagen wir mal, 2000 oder 5000 Euro setzen. Rechnet euch doch das mal aus, Leute. 5000 Euro, 3% jeden Tag auf euer Konto.
Ihr könnt in Urlaub fahren. Ihr braucht gar nirgendwo mehr irgendetwas leisten. Ja? Ihr könnt ja, Sachen kaufen, die ihr euch immer schon kaufen wolltet. Oder euren Kindern was geben. Ja? Schreibt mich an. Ja, früher gab es immer so eine Werbung von so einer Domina. Ruf mich an. Ja? Und viele haben das dann gemacht. Ja, ich mache immer ein bisschen Spaß, ne, oder? Schreibt mich an. Ja? Ja, man muss das Leben leicht nehmen, nicht schwer. Ja? Ach so, was ich euch noch sagen will, was ich auch jeden Tag mache, die Affirmation. Und zwar von Raphael Bettencourt heißt er, in YouTube. Guckt euch an, macht die Affirmation, da werdet ihr reich. Ihr müsst euch selbst sagen, ich liebe mich und ich bekomme viel Geld und du musst das Geld schon sehen in deinem Geldbeutel und du musst dich bedanken, dass es da ist. Das habe ich mal, ja, das, manche sagen Hokus Pokus, ja, die Hokus Pokus sagen, die sind Hokus Pokus. Die kannst du vergessen. Aber ich habe das mal gemacht und habe damals überprüft, ob das stimmt, was mir gesagt wurde. Ich habe es überprüft. Joseph Murphy hatte das gesagt. Du kannst das so und so machen, musst dir das alles in Farbe vorstellen und dann musst du das so glauben, als wäre es schon geschehen und dich dafür bedanken. Als wäre es schon geschehen und du bedankst dich dafür. Und das habe ich gemacht. Was kam bei mir an? Eine Erfindung, mit der ich 1 Million verdient hatte. Der Nachteil war, ich habe sehr gut gelebt, weltweit, überall gewesen. Naja, nicht überall, fast überall. Marbella in Florida, New York, Barbados, was weiß ich, kreuz und quer gefahren. Oft, ich war. Wie viel Mal war ich in der Türkei? 35 Mal in der Türkei, in 70 Städten, alles gesehen. Und dann war mir das unheimlich mit dem vielen Geld. Ich konnte mir alles kaufen. Die Leute waren immer freundlich zu mir. Ist logisch, wenn du Geld hast, sind sie freundlich. Ne? Ich konnte viele Sachen machen, Fitnesscenter, 3 Fitnesscenter aufbauen. Und die betreiben, war selbst Boxtrainer, Kickboxtrainer, Bodybuilding-Trainer, ja, Tennistrainer auch noch, weil es mir ein bisschen zu wohl wurde, habe ich viel Sport gemacht. Und das hat mir natürlich gut getan bis heute. Ich bin total fit, konnte mich auch selbst von Krebs heilen vor 5 Jahren, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mit schweren Blutungen, mit Metastasen, Selbstheilung gemacht, habe ich auch gelernt, wie das geht. Gebe ich auch weiter, wer wissen will, wie das geht. In 2 Monaten war ich gesund, Metastasen weg. Schmerzmittel brauchte ich nicht, weil ich die Schmerzbeseitigung der Indianer machte. Da brauchst du keine Mittel und kein gar nichts. Und ja, weil ich so neugierig bin, deshalb kommen solche Sachen zu mir. Ja, wenn ich jetzt irgendwo sitzen würde und würde eine Arbeit machen, die mir nicht gefällt, und gehe nach Hause und trinke Bier, ja, was will da aus meinem Leben werden? Ja? Gar nichts. Bist du verloren? Da hast du unnötigerweise gelebt. Du warst nur ein Werkzeug für Leute, die dich ausnutzen. Ein Sklave warst du. Ja? Und für viele ist es, die wollen Sklave sein, die fühlen sich wohl dabei, ja, weil sie nicht denken müssen. Die kriegen gesagt, mach dies, mach das und dann machen sie das, gehen nach Hause, fertig. Ja, es steht mir nicht zu, das zu kritisieren, ich weiß es. Aber wie soll ich euch aufwecken? Wie soll ich das machen? Geht doch gar nicht. So, und jetzt geht ihr mal auf meine E-Mail und dann sage ich euch, wie ihr sehr schnell jeden Tag 3% Zinsen bekommt auf euer eigenes Konto. Keiner hat Zugang. Keiner kann da irgendwas sagen. Keiner kann das Geld wegnehmen. Überhaupt nicht.
Geht nicht. Oder geht auch in TikTok? Hier, Volker Schäffler 8. Volker Schäffler 8, 7. Könnt ihr das schreiben? Oder habt ihr das überhaupt in der Schule gelernt, das Schreiben? Ich glaube nicht. Viele können gar nicht. Jedenfalls nicht richtig. Ja, ich hatte einen Stiefvater, der konnte nicht schreiben. Der hat auch mit mir nicht gesprochen. Der hat auch mit mir nicht gebastelt. Aber, ja, warum nicht? Er war Soldat im Krieg, kam nach Hause, war kaputt, ja, war fertig. Und das war aber ein Vorteil für mich. Warum? Ich musste mir eigene Sachen basteln, musste mir einen eigenen Drachen selbst basteln, musste mir ein eigenes Schiff basteln, musste selbst überlegen, wie spiele ich heute was, mit wem möchte ich mich heute zusammentun. Mir hat Sport viel geholfen. Ne? Ich war schon ganz früh beim Handballsport und war nachher richtiger Handballstar geworden. Und nachher auch die ganzen anderen Sportarten, Bodybuilding, Kickbox, Boxen, sowieso. Ich habe sehr viel geboxt in der Jugend, frühe Jugend. Habe aber nichts auf die Birne gekriegt. Ich war einfach zu schnell. Ich war wirklich zu schnell. Und das hat mir auch in meinem späteren Beruf sehr geholfen. Ich war ja Detektiv, 35 Jahre Kaufhausdetektiv und hatte 20.000 Leute zur Anzeige gebracht. Und wenn du dann anhalten musst, weil er eine Lederjacke gestohlen hat oder ein Autoradio, dann sagt er nicht, ja, ich komme mit, sondern wird auf dich losgehen. Ja? Und ich hatte dann ungefähr, ich habe es mal addiert, 1.000 Kämpfe gehabt in diesen 35 Jahren. Und hatte nie eine Verletzung. Warum? Weil ich sehr schnell war. Nicht weggelaufen schnell, sondern wenn der andere mich angegriffen hat, dann war ich doppelt so schnell wie er. Und er ist wie eine Bahnschranke umgefallen. Notwehr, ja, nennt man sowas. Aber ich war sauschnell. Und soll ich euch noch was sagen? Diese Schnelligkeit, die ist in mir drin, auch heute noch mit 77. Ich kann zwar nicht mehr so schnell laufen, das glaube ich nicht, weil ich es nicht trainiert habe die letzten Jahre. Aber ich habe eine Reaktion, die ist schneller als in meiner Jugend. Okay, vielleicht denkt ihr, ich spinne euch was vor. Muss ich doch nicht. Wozu? Was habe ich davon? Ich will euch nur sagen, macht was aus eurem Leben. So, ich mache jetzt Schluss, weil der Film wird sonst zu lang. Schaeffler-Volker@web.de. Alles Gute, haut drauf.